Braves Mädchen. Also sie ist nicht ganz so kräftig wie du, aber sie führt ihr Schwert genauso gut wie du deins. Also finden Todesstöße von links und irgendwelche Dinge, die sie dann eben an dir ausprobiert. Also sie beherrscht quasi alle Sonderfertigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Und eben nicht nur ihr Schwert, ihr Langschwert, was sie führt, sondern ja. Wenn du musst da vor allem, also mit deiner neuen Titanium-Waffe wirst du höchstwahrscheinlich das Nachsehen haben. Aber wenn du dein Endurium-Schwert oder dein Endurium. Was war das? Endurium? Nee, ganz normale Bohrensichel. Ganz normale Bohrensichel, ja. Damit bist du selbstverständlich besser. Sie hat kein Waffenmeister, den hat sie nicht, aber trotzdem vollendete Werte, also 18er THW. Also ich kämpfe mit dem Pylos auf die 24-17. Da ist sie höchstwahrscheinlich besser, ja. Okay. Also sie ist besser als 24-17? Damn, son. Na, wenn sie ein THW von 18-19 hat. Dann ist sie damit nicht besser als 24-17. Ich glaube, ich habe ein THW von, lass mich lügen, 17. Ja, also sie ist halt ein bisschen besser. Das Problem beim Pylos ist natürlich, dass du durch das Titanium nochmal Pluswerte bekommst in der Attacke, ne? Richtig. Daran liegt das und auch. Und ich habe halt vermutlich habe ich auch eine höhere Basis, einfach von ja, Körperkraft. Genau. Ja, genau. Vermutlich genau. Also sie ist halt schon wirklich gut. Vor allem für die Ja, sehr gut, sehr gut. Dann bin ich glücklich und lächle in mich hinein. Ich nehme an, das dauert 3 Stunden, weil wenn die so gut ist, dann muss ich das erstmal sehen. Genau. Gut, Diamantis. Ich möchte, wie angekündigt, mich in den Hafenschenken umhören. Sold und Säbel und was man für Kaschem sonst am Nähe des Hafens findet. Und wie ich es auch schon vor ein paar Tagen gemacht habe, mit einem Aufwand von 5 Dukaten in Silbern, wohl eher in Hellern, ab und an mal in Silber, herausfinden wollen, ob denn die Katapultmeisterin Isabel, ob Leute die hier kennen und vielleicht erste Anzeichen dafür, ob sie hier vielleicht sogar unter einem anderen Namen was angemietet hat oder jemanden kennt, der eigentlich mit ihr verwandt ist oder über Beziehungen hier irgendwo zu einem großen Stauraum kommen würde. Wollte die Bänkte oder eben in den nichts Aussagekräftiges sein, werde ich dann auch nochmal extra mit einem Betrag von 5 Dukaten bei der Hafenmeisterei anfragen. Gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Ja. Ja, Gesellschaft. Gassenwissen. Ja, mit einem Punkt wird das wahrscheinlich nichts. Nein, mit einem Punkt wird das nichts. Also man kennt die Geschützmeisterin nicht, ist auch nur eine einzelne Person, die ist hier nicht wirklich auffällig gewesen. Wenn du mal nachfragst und vielleicht auch ein Silberstück oder sowas da ist, dann ja, die hat wohl irgendwie auf anderen Schiffen schon mal nachgefragt, aber Besonderes ist da irgendwie niemand aufgefallen. Sag mal, ich schau mal, ob ich Glück habe. Nee, habe ich nicht. Okay, sonst hätte ich gefragt, ob Blackeres mir der kleine Junge in meinem... Aber da ich mit Glück sowieso die Probe nicht holen, neu würfeln kann... Das ist irrelevant. Gut, dann werde ich da sicherlich 2 Stunden mit verbringen. Einfach rumzufragen und danach dadurch eben keine Informationen zu bekommen. Und dann möchte ich zum Hotel Tulamidia, wo sich unser guter Sympathie auch hingebracht hat, nur eben mit den Belangen nicht zu sehen, sondern eine Unterredung mit Marix zu finden, da ich ja weiß, dass diese ebenfalls dort untergekommen ist. Ich würde dem den Concierge, Verwalter da eben bezahlen, damit er uns ein Separé fertig macht, ein kleines Separé, damit wir da abgetrennt und nicht in ihrem Zimmer reden müssen und dass er ihr eben Bescheid sagt, dass jemand in einem der unteren Separés dort auf sie wartet. Wahrscheinlich schon mit der Balestrina im Anschlag, ne? Nein, gar nicht. Okay. Ja, dann kannst du den Wirt bezahlen, wird euch dann separat herrichten, noch eine Wasserpfeife hinstellen und Tee, der da vor euch steht. Gut 5 Silber würde dich das kosten für die nächsten 2 Stunden. Und ja, dann kannst du sehen, wie Marix Fuchsecker interessiert den Vorhang beiseite zieht, dich erblickt, ein Auge hochzieht und dann hindurchtritt. Sich hinsetzt, der Vorhang wieder beiseite gezogen und dich anguckt.
Setz dich. Wir haben einiges zu bereden. Monterey, ich habe wenig mit euch zu besprechen. Ich habe umso mehr mit euch zu besprechen. Darf ich fragen, was ihr mit Nebelklang gemacht habt? Nebelklang? Hast du ihn in letzter Zeit gesehen? Nein. Na, ich auch nicht. Sonst ich habe euren Streit etwa eine Woche nicht. Ja. Seitdem habe ich ihn hier irgendwann mal rumlaufen sehen. Eigenartig. Aber das ist auch nicht der Grund. Ich bin hier nicht hergekommen, weil ich Nebelklang suche. Daher um diese Aufgabe können sich ganz andere bemühen. Ich bin hier, weil ich ein gutherziger Mann bin. Und mehr als bereit, dich zu warnen, weil du mir nun mal die nächsten letzten Monate auch ein wenig ans Herz gewachsen bist. Ist dem so, ja? Ja, also, auch wenn du mir nicht glauben willst, tatsächlich ist das so. Ich meine, schließlich habe ich mir auch tagelang die Mühe gemacht, dir eine Arbalette zusammenzubauen, die du nicht einmal benutztest. Das trifft mich auch ein wenig schwer. Können wir zum Punkt kommen? Aber natürlich. Das Schiff ist nicht mehr sicher für dich. Sicher nicht von meiner Seite aus, denn ich will dir nichts Böses, aber es scheint so, als hätte wohl die Offiziersriege ein wenig Verdacht geschöpft, dass du wohl nicht die besten Intentionen uns gegenüber hast. Und da wurden wohl in ein paar Pergamenten gewühlt, was genau da rausgekommen ist. Ich glaube, wir beide wissen, was genau da rausgekommen ist. Du hast einige Informationen zusammengesammelt, nicht wahr? Ich habe die Wahrheit recherchiert. Die Wahrheit aus einer Perspektive, die niemanden auf dem Schiff wirklich gut aussehen lässt. Und die teilweise auch gar nicht so passiert ist, oder? Aus einer Perspektive, um uns schlecht darstellen zu lassen und vielleicht sogar vor irgendeine Gerichtsbarkeit zu ziehen? Sag mir nicht, dass das nicht deine Intention war. Nun, eventuell? Ja. Das dachten sich die Leute auf dem Schiff auch. Und weil ich dich so sehr mag und weil ich dich nicht dem Druck unterwerfen will, dass du ebenfalls wie einige andere in unserem Kerker landest und einer peinlichen Befragung durchgeführt wirst. Boltax wollte dir auch nochmal in den Kopf schauen. Ich glaube, das kommt uns beiden nicht gut. Wisst ihr, als ich angefangen habe, auf eurem Schiff anzuheuern, da wollte ich einfach nur Informationen haben. Und ich habe festgestellt, dass ihr Massenmorde begeht in den Straßen und Gassen, dass ihr Gift erwerbt. Das habt ihr sicherlich alles in meinen Tagebüchern gelesen. Und wenn ihr mich dafür foltern wollt, dass ihr mir mit magischen Mitteln in den Kopf guckt, dann sagt das viel mehr über euch aus als über mich. Ja, aber die ganzen Sachen wusste ich ja schon. Also auch wenn viele Sachen nicht wirklich gestanden und einige Wahrheiten ausgelassen wurden, war ich doch dabei. Das habe ich. Aber die wirklich interessanten Informationen in deinem Buch waren, die um deinen Hintergrund, deine Familie scheinen wirklich keine netten Menschen zu sein, oder? Es geht hier nicht um meine Familie, sondern um euch und eure Taten. Und hab Dank für die Warnung. Das werde ich mir ebenso notieren, denn ich notiere nur die Wahrheit. Ich werde euch ebenso im Zuge darüber informieren, dass ich der Perlenmeer-Administration meine Berichte weitergeben werde, beziehungsweise schon berichtet habe. Aber natürlich. Ich meine, wer bin ich denn, dich daran aufhalten zu wollen? Schließlich bin ich, wie ich es auch mehr als oft genug angedeutet habe, ein herzensguter und gerechter Mann. Uns liegt ja allen nur die Gerechtigkeit. Und man sollte auch für die Taten belangt werden, die man wirklich getan hat. Und sag mal, eine Sache sind mir bei diesen ganzen Berichten in deinen Tagebüchern und Briefen nicht ganz klar geworden. Wie schafft es deine Familie eigentlich, als Einzige zu sein, unbeschwert über die blutige See handeln zu können? Das will mir einfach nicht in den Kopf gehen und die Methoden, die mir einfallen würden, sind doch mehr als ungerecht und gefährlich. Mir gefällt eure Andeutung nicht. Das Gespräch ist an dieser Stelle beendet. Hab Dank für die Warnung und ihr solltet meine Warnung ebenso beherzigen. Beantwortest du mir noch eine Frage? Eine letzte. Werden wir uns wiedersehen?
Das kommt darauf an. Solltet ihr Fuß nach Perikum setzen, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, es liegt an unserem beiden Interesse, wenn du ab jetzt keinen Fuß mehr auf unser Schiff setzt. Einen schönen guten Tag noch. Und damit geht sie. Wünsche ich dir auch. Auf baldiges Wiedersehen. Ja, der schwere Vorhang fällt wieder zurück und du kannst die letzten verbliebenen Minuten wohl dann noch deine Wasserpfeife und den Tee genießen. Ja, Woltags. Weil sie so unhöflich war und nicht mit mir geteilt hat. Ja, ich würde natürlich zuallererst entsprechend Sulamin Zweisung die Kajüte von Marix aufsuchen, denn ich hatte Diamantes ja versprochen, gewisse Schritte zu unternehmen. Ich würde die Kajüte tatsächlich nach der persönlichen Habe von Marix durchsuchen, also mir dabei auch Zeit lassen und dann von ihrer Bürste auch Haare entnehmen. Mit den Haaren, die ich entnehme, würde ich dann ganz gerne zu Answin, unserem Koch und Hexer. Okay, ja, interessant. Warum gehst du nicht mit jemandem, der sich mit Ritualkomponenten auskennt? Es geht nicht um Ritual, sondern um Fluch. Und Answin hatte gesagt, er... Ja, okay. Flucht. Ja, okay. Ja, kannst du in die Kombüse gehen. Da unten ist wenig Beschäftigung. Drei Leute schnarchen, der andere schneidet sich gerade seine Fußnägel. Ja, Answin, hast du kurz Zeit? Was ist denn? Geht um deine speziellen Fähigkeiten. Können wir das auch woanders klären? Ja, gibt auch einen kleinen Bonus für dich, ne? Komm. Ja, damit tritt er nach draußen und dann könnt ihr euch eine ruhige Ecke suchen, wahrscheinlich dann wieder in die nächste Tür rein, irgendwo beim Magazin oder Munitionslager, wo dann die Rotzenkugeln von Diamantas liegen. Du hast ja erzählt, dass du fluchen kannst, ne? Ich habe hier als Koch angeheuert, als Smoothie, nicht als Hexer. Aber wir haben gewissermaßen ein Problem. Und es geht darum, eine unschöne Sache zu klären. Kannst du einen Fluch überbringen lassen? Höchstwahrscheinlich. Nun, es würde sich natürlich auch finanziell für dich lohnen. Die Capitana ist an dieser Sache sehr interessiert. Sehe ich aus wie jemand, der geldgierig ist? Nein, aber vielleicht in anderer Sache. Nun, wir fluchen emotional. Aus Rachsucht oder aus Jähzorn. Kenne ich also jemanden, der es verdient hätte, von mir verflucht zu werden? Nun, es geht auf jeden Fall um eine hier ehemals an Bord Anwesende, die uns alle ausspioniert hat. Ja, da werde ich ja richtig emotional. Ich weiß nicht, ob dich das emotional macht. Aber kann gut sein, dass sie auch Sachen über dich aufgedeckt hat. Ich weiß nicht, ob du möchtest, dass das an die Öffentlichkeit tritt. Ich habe da... Wie gesagt, ich weiß nicht, was genau sie aufgedeckt hat. Ich kann nur sagen, dass es mir prinzipiell darum geht. Marix Fuchsecker, ich weiß nicht, die Großwildjägerin, hat uns ausspioniert. Und meine Idee war es gewesen, dass du sie verfluchst. Und mit dem Fluch geht ja auch so eine Aufgabe einher, wie man den Fluch brechen kann. Und ich würde ganz gerne einfach, dass sie unserer Capitana alles gesteht. Also die Wahrheit sagt und dann können wir entscheiden, ob sie uns hintergangen hat oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du die Wahrheit von ihr hören willst, dann geht das sicherlich einfacher als über einen Hexenfluch. Ja, aber das war die Idee dahinter. Ja, ich finde die Idee nicht sonderlich gut. Würdest du es trotzdem machen? Ich habe wirklich keine Emotion zu ihr. Also ich kann jetzt gerne mit El Chikoron in den Gassen nach ihr suchen und sie beobachten. Das kann ich gerne tun. Das wird dann 2 Tage dauern. Aber wenn ich tatsächlich nichts finde, was mich irgendwie... Ich habe ja einfach... Ich kenne sie nicht unbedingt. Ich habe sie 2-3 Mal bedient und sie war halt neutral. Höflich vielleicht. Nun gut. Ich wollte nur fragen, ob das im Bereich des Möglichen liegen würde. Ich hätte hier ein paar Haare von ihr. Ja. Ich würde ihm mal so einen Teil der Haare geben, die ich gesammelt habe, dass er zumindest einen Fokus hätte. Überleg es dir einfach. Also du musst wissen, dass wenn ich jetzt einfach Leute verfluche, weil es ein Auftrag ist und weil ich da jetzt keine Emotionen dran reinstecke, dann ist das
etwas, das mich den Erzdämonen näher bringt. Und davon habe ich eigentlich gar nicht so sehr die Interessen. Hm. Ach so. Ja, so funktioniert das. Ja, ich kenne mich jetzt nicht so genau in eurer Magie aus, aber... Du weißt aber schon, dass der Herr der Rache öfter mal ungerechtfertigt solche Dinge schätzt? Ich habe mit dem Herrn der Rache nichts zu tun, von daher. Ich auch nicht, aber ich wurde zumindest selbst gewarnt davor. Na, das ist gut zu wissen. Also, dann gib mir 2 Tage frei, ich nehme El Chikoron und gehe in die Gassen und vielleicht finde ich etwas heraus. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Hast du 2 Tage frei. Bezahlt, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, ich gebe ihm mal jetzt schon eine Anzahlung in Form von 5 Dukaten Edelstein. Ja, okay. Gut. Was für Edelsteine hast du, die 5 Dukaten wert sind? Ich habe auch gerade überlegt, ob du 5 Dukaten Edelsteine hast, aber passt. Ja, von mir. Ja. Also es gibt auch welche, die sind heller wert. Na, ja klar, aber wer kauft die dann? Ja, so, zumindest streicht ja. er streicht sie ein und geht dann kurz nochmal in die Küche. Die anderen schlafen weiter und dementsprechend winkt er einfach nur El Chikoron. Der setzt sich dann auf seine Schulter im Gegensatz zu dem anderen Smoothie, der bei dem El Chikoron ja sonst auf der Schulter sitzt. Und dann geht er nach draußen in den Hafen. Alles klar, dann würde ich mich die verbleibende Zeit gerne noch um Schnabelmir kümmern. Denn mit dem habe ich jetzt auch wenig Zeit verbracht und ich würde den einfach ganz gerne füttern und mich ein bisschen um ihn kümmern. Ich würde auch gerne mit Korsho ein bisschen spielen und mit meinen Elefanten. Ausgezeichnet, dann kannst du ein bisschen dich um die Tiere kümmern, die viel zu wenig beachtet worden sind. Kannst du natürlich auch noch Mira mitnehmen. Mira und Korsho verstehen sich sicherlich gut. Ja, okay, Zulamin, was tust du? 3-4 Stunden Zeit. Die Karten sind wahrscheinlich in der Kapitänskajüte, oder? In den Überresten von Abelmir, die hat er dir überlassen und den Rest findest du oben bei Kapok. Der hat sich da oben gemeinsam mit dem neuen Steuermann Silem einen kleinen Kartentisch aufbauen lassen, wo dann noch ein Verschluss ist, dass die dann eben bei Wind auch nicht wegwehen. Und Kapok kann dir erzählen, dass er jeden Hafen ansteuern kann. Wenn du jetzt aber in irgendwelche seltsamen Deltas von Valusa reinfahren möchtest und irgendwie in Richtung von Schnattermoor vordringen möchtest, das kann er mit seinen Karten nicht leisten. Das sind Hochleistungskarten für die See und die werden sehr ungenau, wenn du dann auf Land möchtest oder wenn du eben irgendwelche Deltas befahren magst. Also jetzt auch gerade hier in Kuntium das Delta, das kriegt er mit den Karten nicht hin, aber jeden Hafen bekommt er sonst angesteuert. Gut, Kapok, das reicht mir fürs Erste. Wir haben keine besonderen Pläne, irgendwie in das Delta hineinzufahren. Aber gut, sollte dieser Fall eintreten, werden wir uns wohl noch einmal um neue Karten bemühen müssen. Okay, Mann. Frau Mann. Gut, dann wünsche ich den Herrn noch einen schönen Tag. Und dir auch, Mann. Frau Mann. Und dann gehe ich zu Netia. Ja, du kannst erkennen, dass sie ihre neue Kajüte bezogen hat, gemeinsam mit Ephanora von Betana, die da wohl gerade ihre Sachen einräumt in ein kleines Regal. Ganz viele Effort war dem Eki, die sie dann wohl auch abgegriffen austeilen würde bei irgendwelchen Unterrichtsstunden oder irgendwelchen Schiffszeremonien. Und Netia schaut dabei zu, hat sich selbst schon eingerichtet und blickt dann auf. Ja, Zulamin? Ah, schön, dass ich euch beide treffe. Mir kam ein Gedanke. Und zwar in Anbetracht der Natur unserer Feinde, dachte ich mir, es wäre gut, eine Art Netzwerk aufzubauen. Eine Liste von Namen von Geweihten in verschiedenen Städten an der Ostküste. So, dass wir in jeder wichtigen Stadt jederzeit jemanden erreichen können. Falls wieder so eine Sache geschieht wie damals, als wir Kunde hatten, dass es einen Angriff auf Nersand geben würde. Das ist ziemlich intelligent, ja. Wäre gut zu wissen. Ich werde selber einmal überlegen, wen ich alles kenne. Am wichtigsten sind natürlich die Küstenstädte, aber teilweise auch Städte weiter landeinwärts. Aber vielleicht könntet ihr das übernehmen
und auch Havulgard fragen und nun ja, nach Städten geordnet, sodass wir nun ja, ein gutes Netz an Kontakten zusammenbekommen. Also einen großen Teil von Persönlichkeiten kenne ich schon, weil ich vor allem mit Rataral Sanin damals bereits diese Region erforscht habe und weil ich ja auch in Tobrien selbst gelebt habe. Also die Beilunker beispielsweise, Ilsur, auch wenn es sich mittlerweile etwas verändert hat. Die damals Mendena hat sich natürlich komplett verändert. Dort kenne ich mittlerweile gar keinen mehr. Wobei ich gehört habe, dass Hafax wohl eine eigene Hesinde geweihte mittlerweile hat. Ob die allerdings für uns erreichbar ist, ist eine ganz andere Sache. Festung Nersan kenne ich jetzt nicht wirklich viele, aber vor allem das tobrische Gebiet und Richtung Perikum, da kenne ich eine ganze Menge. Das ist wunderbar. Nun, was diese Geweihte bei Hafax angeht, ihr Name ist bekannt. Also sofern sie nicht mittlerweile gefallen ist, müsste die Nachricht sie wohl erreichen. Und nun ja, ansonsten seht, wenn ihr irgendwelche Lücken findet, irgendwelche Städte, wo ihr gar niemanden kennt und auch niemanden von uns jemand einfällt, vielleicht könntet ihr dann einen Abstecher zum Kunchomer Hesinde-Tempel machen, ob denen vielleicht ein Name einfällt. Also unabhängig von dem Sturm, der sich jetzt durch Bahamuts Ruf vergrößert hat, würde ich Maraskar nicht mehr ansteuern wollen. Und dort werdet ihr in den Häfen auch keine Geweihten mehr finden, die wir mit unseren Liturgien erreichen. Nun, das ist dann nicht zu ändern. Aber tut einfach, was ihr könnt. Wie gesagt, ich werde selber auch einmal in mich gehen, wenn mir alles einfällt. Ja, sehr gerne. Ich werde eine Liste zusammenstellen und euch dann übermitteln. Hab Dank. Dann die Götter mit euch und ja, richtet es euch schön ein hier. Wir werden Spaß haben. Ja. Gut, bisschen Zeit hast du noch? Was möchtest du sonst noch tun? Zum Fax-Tempel aufbrechen. Das hat ja jetzt alles nicht lang gedauert. Genau. Dann kannst du zum Fax-Tempel am Marktplatz gehen und erreichst dort auch die Geweihten. Wen möchtest du speziell befragt haben oder welche Person? Worum soll es gehen? Den Geweihten, mit dem ich beim letzten Mal schon zu tun hatte und dem ich den Auftrag gegeben habe, der wurde ja auch schon bezahlt. Und der aktuelle Stand war, dass sie sich umhören, wie eigentlich die Lage in Elburum ist. Also irgendwelche Sachen, die für uns wichtig sein könnten, wenn wir nach Elburum gehen. Und dann hatte ich noch darum gebeten, dass sie für mich herausfinden sollen, ob ein Schüler des Marwan al-Nazar in Kunchum ist, der sich eventuell anheuern lassen würde. Ja, tatsächlich. Das ist relativ einfach gewesen. Es gibt wohl mehrere Schüler. Zurzeit empfehlen würden sie einen sogenannten Hassan Ay Azir, der wohl der alte Mann vom Berg genannt wird. Um die 50, viel Erfahrung, viel Erfahrung in der Wüste vor allem, aber eben auch zur See und ist ziemlich diszipliniert, asketisch lebend, so eben wie es ein Tulamide sein sollte, also so ein Kriegergelehrter, so wird er beschrieben. Mhm. Tulamin nickt, das klingt doch sehr überzeugend. Und wenn der Fax-Tempel den empfiehlt, natürlich auch noch doppelt. Ja, zu deiner anderen Anfrage, also man kann den Kontakt herstellen, zu deiner anderen Frage Elborum. Wird ja aktuell regiert unter Iphemia von Nahuabad. Die hat ja als eine der allerersten kapituliert, als ihr damals durch die Rosenhecke geprescht seid, hat die Miona verraten und ihren Aufenthaltsort in Keshal Taref euch dann mitgeteilt. Dementsprechend wurde sie auch nach kurzer Zeit begnadigt von dem Herrscherpaar und hat als Dank unter anderem auch über die Verwandtschaftsverhältnisse mit ihrer Mutter hat sie dann Elburum bekommen. Wie gesagt, hat die Miona verraten und damit eben dann auch einen ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass Oron fällt. Und zurzeit geht sie rigoros vor gegen Leftan-Kulte, die wohl nicht unbedingt in der Weißen Stadt selbst grassieren, aber das sind wohl irgendwelche Ferkiner-Krieger, die in den Bergen wohnen.
Und mit aller Brutalität ist sie jetzt gerade dabei, diese Ferkiner Left-Hand-Krieger, oder es sind nicht mehr Left-Hand-Krieger und Priester, sondern sie verwandeln sich in Halbdaimonide. Und die versucht sie gerade mit Söldnern auszurotten, was ihr wohl auch ziemlich gut gelingt. Die Stadt hat sie gut unter Kontrolle. Die Stimmung ist aber gedrückt, möchtest du meinen, weil viele Steckbriefe hängen von verschiedensten Personen. Jeder, der irgendwie wohl dem Mogulat Oron noch die Treue geschworen hat, wird wohl verfolgt. Und dementsprechend sind das viele Kabaljas, also zum Beispiel Niobaras Töchter, von denen man nicht wirklich viel weiß, aber es soll wohl irgendwie eine Schwarzmagierin gewesen sein. Man verfolgt wohl auch noch die Schüler von Kelbara, das ist eine von der Schule der Schmerzen, und sie hat viele Feinde, die sie alle verfolgen lässt, und es ist alles Überbleibsel der Oronier. Oder die irgendwie mit Belkelel in Verbindung stehen. Kann ich da was drauf würfeln, um zu erkennen, dass das Unsinn ist? Staatskunst. Okay. Intrige? Nee, keine Intrige.